Yo, willkommen auf einer neuen Reaction. Diesmal geht es um Keanu Kanake mit Stil, produziert von Chris Matic. Und wenn er so ausgesprochen wird, sonst sorry Leute. Ja, wir starten gleich direkt ins Video. Ich habe gehört, das Album Promophase jetzt losgehen soll zum Keanu. Gucken wir mal, ob am Ende was eingeblendet wird. Sein letztes Album, Soloalbum war Safe von Keanu. Hier ist das Ding. So auf Ehre. Ja, dann kam Crossover dieses Jahr noch raus. Habe ich hier auch vorne stehen. Neben Keine Tränen von PA Sports. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal direkt rein. Safe war ein brutales Album. Platz 5 gechartet. Crossover auch Top 10 gechartet. Digga, wir gucken einfach mal rein. Let's go. Oh, gesungene Hook ist hier am Start. Gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Hey, habe ich jetzt so gar nicht erwartet. Vom Beat wusste ich schon. Ich habe aber eher was Hartes erwartet, aber wir gucken einfach mal. Ich mag diesen Vibe in dem Song irgendwie bis jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass Keanu jetzt losbrettern wird. Gucken wir mal, ob ich recht habe. Keanu hat sich musikalisch auch so krass weiterentwickelt, finde ich persönlich. Ich habe ihn seit Desperados 2. Erst so dachte ich, wusste ich noch nicht, so manche Sachen habe ich gefeiert, manche nicht. So, aber seit dem Album habe ich mir auch jedes Album von Keanu geholt und ja, Digga, Crossover war ja mal anders, musikalische Entwicklung. Man kann es mögen oder nicht, Alter, aber Keanu hat's drauf. Ist ein brutaler Rapper, auch ein richtiger Rapper. So in der neuen Zeit ist es ja selten eher. So, sorry, dass ich so auf Pause drück. Ist so ein bisschen auf Crossover, so kriminell, Casino Royale, so ein bisschen angelehnt, so vom Sound, würde ich sagen. Aber gucken wir mal weiter. Millionen, wir holen Gold ab. Ich weiß gar nicht, haben die jetzt auch Gold für eine Single gekriegt? Könnte ja auch sein. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen bei Kriminell, dass der Song noch Gold wird. Pass auf, mit wem du lachst, die besten Freunde werden Feinde. Nice Real Talk Line. Bruder. Heftig. Boah, Digga, nochmal zurück, Leute. Genießt den Moment, halt die Luft an. Ganz kurz. Mein Audi, wenn ich Lust hab, genießt den Moment, bitte halt die Luft an. Irgendwann ist für uns alle Schluss, Mann. Halt den Moment fest, halt die Luft an. Irgendwann ist für uns alle Schluss, Mann. Digga, Gänsehautline. Ja, Digga, Keanu ist einfach krass. Obwohl ich diesen richtig harten, losbretteren, beat-zerfetzenden Keanu feiere ich noch mehr. Ich hoffe, das Album, wenn jetzt eins kommt am Ende, wird so eine Mischung aus beiden. Das wäre nice. Hook ist auch übertrieben nice. Richtiger Ohrwurm, finde ich. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Keanu-Song findet.
Ja, Digga, die Hook ist einfach ein Monster, Digga. Was soll man dazu sagen, Digga? Mal gucken, was der zweite Part noch ist. Aber sonst, Digga, überzeugt bis jetzt. Seh wie der Junkie Zähne abpackt, Handy von damals, er war mein Nachbar. Er denkt sich, egal man, hoffentlich klappt das. Er brauchte die Knete für seinen Anwalt auf dem Dach vom weißen Hochhaus. Wer kennt den Nachbar-Junkie aus seiner Gegend nicht, Alter? Ist schon heftig manchmal. Aber wir gehen nochmal kurz zurück. Damals, er war mein Nachbar. Er denkt sich, egal man, hoffentlich klappt das. Er brauchte die Knete für seinen Anwalt auf dem Dach vom weißen Hochhaus. Weihnacht, die Stadt zu groß aus, die Sonne geht schlafen, dann macht der Mond auf. Vater sagte, los, mein Sohn, lauf, raus in die Welt, gib nie dein Traum auf, das Leben geht schnell vorbei. Oh, machen wir nochmal zurück, Leute. Jetzt rappt er nochmal richtig durch, Alter. Nachbar, er denkt sich, egal, man, hoffentlich klappt das, er brauchte die Knete für seinen Anwalt. Auf dem Dach vom weißen Hochhaus, sieht Weihnacht, die Stadt zu groß aus, die Sonne geht schlafen, dann macht der Mond auf. Vater sagte, los, mein Sohn, lauf, raus in die Welt, gib nie dein Traum auf. Ja, geh raus in die Welt, gib nie deinen Traum auf. Das Leben geht zu schnell vorbei. So die Message, so leb deinen Traum. Und Digga, die Zeit ist schneller vorbei, als man denkt. Also ist echt so, Alter. Muss man einfach sagen, ich feiere das extrem. So die Message vom Song auch. Ist übertrieben nice. Geile Parts. Ist auch Real Talk mit drin. Auch wenn es so ein bisschen nicht krass aggressiv gerappt ist, so ein bisschen hittiger gemacht worden ist, aber trotzdem nice, Alter. Übertrieben. Ja, ist einfach Real Talk, was Keanu hier über sein Leben rappt. Also klar, ich bin jetzt nicht in Kontakt oder sonst was, oder kenne ihn nicht persönlich. Aber wenn er so die Wahrheit rappt und so, ihr müsst euch mal drei Welten anhören, Digga. Da wisst ihr Bescheid, Alter. Also Keanu kommt für mich auf jeden Fall immer krass real rüber. Ja, ich denke, jetzt wird nur noch die Hook kommen. Wir gucken trotzdem mal durch, ob noch ein Album angekündigt wird. Ja, nicer Song, aber ich hoffe, Keanu macht jetzt nicht nur noch solche Sachen, sondern die aggressiven Dinger kommen auch noch raus. Aber feier ich. Übertrieben. Ich habe Kriminell auch für mich einer der krassesten Songs des Jahres. Von den Singles her auf jeden Fall. Video ist eigentlich auch ganz nice gemacht, aber auch nicht überheftig, aber kann man so machen, Alter. Ist nice. Ja, Keanu ist überzeugt wieder, wie eigentlich immer. Also seit Desperados 2, seit ich ihn höre, hat noch keine schlechten Alben geliefert. Jeder, was anderes sagt, Digga, kann ich nicht nachvollziehen. Holen wir auf Ehre noch mal ein bisschen vor, ob noch ein Album kommt. Aber es sieht ganz danach aus. Ja, da ist es doch. Jo, da ist es. Alter, hier direkt die nächste Mario Kart Strecke am Start. Boost heißt das Ding von Keanu. Schwarze Box. Ja, erscheint am 20. November 2020. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall eine gut gefüllte Promo-Phase. Ich bin gespannt. Ich habe übelst Bock drauf. Ich werde mir das Ding bestellen, sobald mein Geld da ist. Und ja, das war's von meiner Reaction. Lasst gerne einen Kommentar da und eure Meinung da. Das war's von mir.